Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich bin's, euer Scheppi, euer Schepperfeuer, euer Kevin, euer... Nennt mich wie ihr wollt, es ist auch egal. Nachdem das Video zum Thema Gewandtheit und dem Perk, ich verlinke es oben für euch, wirklich hervorragend ankam und ihr gesagt habt, ihr wollt mehr Klassenstats und ihr wollt mehr Videos über die einzelnen Waffen und Perks, machen wir heute direkt mit der zweiten Folge weiter. Ich habe jetzt auch alles einmal ordentlich zusammengefiltert in die Playlist oben. Das heißt, wenn ihr bei mir in die Playlist reinguckt, könnt ihr euch das im Nachhinein nochmal angucken, zum Beispiel über die erste Folge Taktikmaske. Heute mit dabei ist die KN57, ich werde euch die Stats davon sagen, ich werde euch die Klassen vorschlagen. Im Hintergrund seht ihr ein 46:1 in TDM mit genau der Klasse, die ich euch später vorschlage. Und ich werde euch am Ende noch einiges erzählen zu den 6000 Abonnenten, die wir jetzt offiziell geschafft haben. Vielen, vielen Dank, Leute, es war ein unglaubliches Jahr. Lasst uns aber direkt anfangen mit den Stats zu der KN57. Die KN57 hat drei Schadensreichweiten, das sind 40, 32 und 29, das bedeutet, dass die KN immer mit 4, 5 oder 6 Schüssen droppt. Wir haben eine Feuerrate von 550 Schuss pro Minute, mit Schnellfeuer als Aufsatz erhöhen wir das Ganze auf 588, das sind 38 Schuss pro Minute mehr, sprich ein halber Schuss pro Sekunde oder hochgerechnet pro Sekunde circa war... Es ist nicht allzu viel, um ganz ehrlich zu sein. Da brauchen wir jetzt auch nicht groß hochrechnen. Auf jeden Fall das Ganze mit einer Time-to-Kill von 327 Millisekunden, 436 Millisekunden oder 545 Millisekunden. 327 ist sehr, sehr gut, wenn man sich die Schadensklasse der Sturmgewehre anguckt. Bei der 6-Schuss-Kill-Range, die relativ früh kommt, sind 545 sehr, sehr viel. Und wir haben kein Long-Barrel drauf, beziehungsweise keinen Aufsatz, der uns irgendwie die Reichweite verlängern lässt. Wir können die Time to Kill aber erhöhen, indem wir Schnellfeuer eben drauf tun, und wie das Ganze sich dann in Millisekunden nachher abspielt, zeige ich euch jetzt auch. 408 Millisekunden bei der 5-Schuss-Reichweite und 510 Millisekunden bei der 6-Schuss-Reichweite. 306 Millisekunden ist hierbei das Entscheidende für uns, weil das im Gegensatz zu anderen Sturmgewehren wirklich außerordentlich gut ist und das ohne einen Extraschaden durch Großkaliber. Großkaliber macht uns nämlich in dem Fall gar nichts und hilft uns auch nicht, und ich zeige euch auch kurz warum. Mit einem Headshot-Multiplier von 1,1 ohne Großkaliber haben wir nämlich nur Schadensreichweiten bzw. Schadensgrößen von 44, 35 und 31. Das heißt, statistisch gesehen hilft uns ein Headshot nur, wenn wir bei einer Reichweite über 45 Metern alle 5 Schüsse mit einem Headshot wirklich erreichen, und das ist, glaube ich, in der Regel unmöglich. Der Aldiswey der Waffe ist nicht zu unterschätzen, ihr seht das hier, ich habe mal ein bisschen für euch rangezoomt, das heißt, wie sie sich bewegt, ohne dass man feuert, ohne irgendwas. Das sollte man nicht unterschätzen, das ist gar nicht so gering im Gegensatz zu anderen Waffen, weshalb es auf längere Distanz definitiv schwieriger wird, egal ob mit oder ohne Schnellfeuer, mit oder ohne Griff, einen Gunfight zu gewinnen. Zusätzlich habe ich hier für euch einmal das Ganze aufgenommen mit den Griffvarianten und ohne Griffvarianten. Jetzt eben haben wir es ohne Griff gesehen, eben gerade mit. Hier haben wir das Ganze mit Schnellfeuer ohne Griff und hier haben wir mit Schnellfeuer mit Griff. Und wenn wir uns das jetzt nochmal in Ruhe angucken, dann sehen wir hier ganz klar, dass wirklich mit Schnellfeuer und mit Griff das wirklich auf längere Distanz für uns hilfreicher ist. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, Leute, wenn ihr Schnellfeuer drauf tut und vorhabt, längere Distanzen zu kämpfen, nehmt einen Griff mit. Und deshalb hier auch die Klasse, die ich im Gameplay gespielt habe. Es ist die KN57. Ich spiele sie tatsächlich nur mit einem Perk. Ich bin nämlich irgendwie da ziemlich gewillt, viele Aufsätze drauf zu knallen. Ich persönlich brauche für mich unter Umständen und unter anderem zum Beispiel das LV-Visier. Das normale Visier ist eigentlich auch sehr, sehr klar. Das muss jeder für sich selber wissen. Für mich ist aber wichtig, dass ich wirklich auch auf große Entfernung eine Genauigkeit habe. Deshalb für mich LV-Visier wichtig. Dazu den Schaft, das Hybridmagazin, was uns schneller nachladen lässt und mehr Munition gibt. Dazu brauche ich für mich Schnellfeuer, und ihr könnt entweder Schalldämpfer drauf tun, was eine Möglichkeit ist, weil es die Schadensreichweite einfach nicht so runtersenkt wie bei anderen COD-Teilen bisher. Oder als Alternative dazu, wenn ihr den Schalldämpfer nicht benutzen wollt, könnt ihr auch stattdessen einfach ganz normal Stelzin nehmen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ihr seht, ich habe 4 Aufsätze und ein Visier. Ihr könnt, also für mich ist Schaft zum Beispiel wichtig, weil ich gerne mobil unterwegs bin. Mit der Klasse könnt ihr auf jeden Fall was reißen. Das ist eine Klasse, ihr seht, es ist ohne Plünderer. Wir wollen damit auf Streak gehen. Wir wollen damit keine Nuklear schaffen oder sonst was, sondern eine hohe Killstreak schaffen, so dass wir unsere Streaks generell bekommen. Unseren Kampfheli, unser Einsatzteam, Kampfflugzeug, Drohnengeschwader, was auch immer euch da gefällt.
Dazu haben wir das ComSec-Gerät anstatt der Stim-Injection, aus dem einfachen Grund, dass wir damit ein bisschen, ich sag mal, auf Risiko gehen. Wenn wir auf Risiko gehen, haben wir die Chance, Streaks zu bekommen. Und wenn wir die nur einmal bekommen, reicht das schon, weil die ziemlich reingehen in diesem Spiel. Dafür opfern wir nun einmal auch Taktikmaske, das muss man eben auch ganz ehrlich so sagen. Gung-Ho, das wichtigste Perk, dazu kommt natürlich auch noch ein Video, ist dann mit drinne. ComSec-Gerät Gung-Ho reicht eigentlich. Solltet ihr kein Interesse an dem LV oder Reflexvisier haben, könnt ihr es runterlassen. Stattdessen könnt ihr dann ganz normal, nehmen wir es einfach mal raus, könnt ihr dann entweder Taktikmaske, was ich empfehlen würde, oder Totenstille reinsetzen. Das ist meine Empfehlung für diese Klasse für euch und genauso habe ich sie auch gespielt und genauso spiele ich sie auch. Wenn ihr jetzt einmal darauf achtet, wir brauchen auf dieser Waffe einfach viele Aufsätze, damit wir sie so gut machen, wie sie ist. Es gibt einen einfachen Grund, warum in der Competitive-Szene, CWL und sonst wo, diese Waffe so nicht genutzt wird. Und zwar, Großkaliber und Schnellfeuer ist bei CWL verboten. Was Schnellfeuer ist das, was diese Waffe wirklich competitive macht und besser macht. Da es da nicht erlaubt ist, lassen die meisten Pros das so raus. Das muss jeder für sich selber wissen, ob ihm das so passt oder nicht. Man kann natürlich bei jeder Klasse, die ich vorschlage, immer irgendwelche Änderungen reinmachen. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich kann euch aber sagen, mit 45 Schuss im Magazin, mit einer Nachladezeit von 0,9 Sekunden mit dem Hybrid-Magazin, haut ihr euch da richtig was Gutes rein. Auf kurze Distanz durch die Time to Kill mit Schnellfeuer habt ihr auch eine Chance gegen die Corded. Allerdings habt ihr auf kurze Distanz gegen die Saug und Spitfire natürlich keine Chance. Aber das muss auch gar nicht sein, denn die Waffen sind eben alle, mittlerweile muss man auch ganz ehrlich so sagen, oder muss man auch Treyarch einfach mal den Hut vorziehen, haben sie es geschafft, die Waffen dahin zu balancen, dass sie so sind, wie sie sein sollen. Und zwar MPs auf kurze Distanz, Sturmgewehre auf lange Distanz. Leider ist die Titan immer noch sehr, sehr OP, das ist etwas nervig und das ist etwas anstrengend, aber das macht nichts. An dieser Stelle würde ich sagen, dass wir die Stats und alles, was wir mit dieser Waffe irgendwie jetzt schon mal in Erfahrung bringen wollen, auf jeden Fall durchgearbeitet haben. Ihr habt ein empfohlenes Klassensetup von mir, das könnt ihr natürlich frei gerne so nutzen, am besten nur nicht gegen mich, nehmt gerne eine schlechte Waffe, wenn ihr mich in der Lobby trefft. Es gibt jetzt noch ein, zwei Sachen, die sind sehr, sehr wichtig und zwar vielen, vielen Dank für 6000 Abonnenten in diesem Jahr, Leute, das ist absolut heftig. Ich habe mit 0 angefangen im Januar diesen Jahres und wir sind jetzt gleich demnächst im Januar und wir sind bei 6000. Ich habe es niemals erwartet. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken. Wirklich, wenn du einer meiner treuen Abonnenten bist, dann vielen Dank. Wenn du neuer Abonnent bist, vielen, vielen Dank dafür. Es gibt immer wieder die Frage in den letzten Tagen, wann man mich denn im Stream sieht. Ich habe es jetzt zweimal ausnahmsweise auf YouTube gemacht. Wenn ihr mich im Stream sehen wollt, das ist im Prinzip fast täglich, auch wenn ich Vollzeit arbeite, das könnt ihr auf Twitch ganz normal machen. Ich blende euch das mal eben ein. Und falls ihr jetzt Interesse habt, über ein neues Video was zu sehen bzw. mitzuentscheiden, das ist jetzt eure Möglichkeit. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare, was ich mir als nächstes vornehmen soll. Soll ich mir einen Perk vornehmen, zum Beispiel Gung-Ho? Soll ich ein Erklärungsvideo zu einer anderen Waffe machen? Die Saug, die Spitfire, die Titan, Stats davon, Gameplay dazu, Klassen, die ich vorschlage. Oder wollt ihr vielleicht lieber, dass ich einen Waffenvergleich mache? Zum Beispiel die Spitfire mit der Saug, die Maddox mit der Vapor, die Titan mit der VKM, die Paladin mit der Koschka. Da sind die kreativen Möglichkeiten komplett frei, das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Ebenso würde ich euch jetzt einmal bitten, das ist nämlich das Special zu den 6000 Abonnenten, das werden wir Dienstag oder Mittwoch im Stream machen, und zwar ein Challenge-Video. Schreibt ebenfalls rein, könnt ihr aber auch gerne morgen in dem Video machen, was für eine Challenge ihr für mich hättet, die ich live im Stream für euch spiele. Das kann Klassensetup sein von euch, das kann irgendwas mit Messer sein, das kann irgendwas mit Verstecken sein. Ich werde versuchen, die alle irgendwie im Stream umzusetzen und so gut wie möglich zu erspielen. Dann können wir uns da entspannt ein paar schöne Stunden machen, das neue Jahr sozusagen schön feiern und vor allen Dingen diesen Erfolg in diesem Jahr. Ich bin euch wirklich von Herzen dankbar, ich kann das nicht oft genug wiederholen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist für mich wirklich krass, weil ich habe mit YouTube mal angefangen, ich sag mal aus Jux und Dollerei. Und mittlerweile ist es einfach ein gewisser Erfolg, den ich da für mich verbuchen kann, der ohne euch eben nicht zustande kommen würde. Weil wenn keiner meine Videos anguckt und wenn mir keiner sagt, was er gerne hätte und wenn keiner liked und wenn keiner im Stream vorbeischaut, dann macht man Videos für niemanden und das bringt einem nichts. Und auch wenn man immer sagt, ich mache das für mich selber, irgendwann, wenn man sieht, dass es erfolgreich ist, möchte man natürlich gerne weitermachen. Und ich werde auch weitermachen, ich habe mir meine Streaming-Ecke mittlerweile richtig schön eingerichtet. Ich habe gesehen, dass ihr solche Sachen wie Übergewandtheit wirklich feiert.
Ich werde mir alle Perks nacheinander raussuchen. Ihr entscheidet, was zuerst kommt. Ich werde mir alle Waffen nacheinander rauskramen und ihr entscheidet, welche zuerst kommt. Lasst mal die Kommentare unten richtig beben. Und normalerweise möchte ich eigentlich in Zukunft selten nur noch danach fragen, ob man ein Like da lässt. Aber ich bin der Meinung, für so ein aufwendiges Video kann ich das ruhig einmal. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Teilt das Ganze mit euren Freunden. Video teilen ist für einen Abonnenten bzw. für einen YouTube-Creator absolut wichtig. Algorithmus und ach, so ein Kram, der euch nicht interessiert. Also einfach kurz gehalten. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und schreibt mir in die Kommentare, was für eine Challenge ihr haben wollt. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann dieses Video hier hochgeladen ist. Und sollten wir uns nicht mehr sehen oder hören vorm Neujahreswechsel, rutscht gut rein, passt auf eure Hände auf, ballert euch nicht den Kopf weg, ballert lieber eure Freundin. Haut rein!